Moin moin Freunde und recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Season und ich bin wieder da. Corona Time lässt grüßen. Nee, ich bin halt nicht bei mir zu Hause gewesen, sondern bin aufs Land zu meinen Eltern geflüchtet, weil man es in der Stadt kaum aushalten konnte. Das ist aber eine andere Geschichte. Und demnach hatte ich natürlich meinen Rechner gar nicht bei mir, den habe ich natürlich nicht mitgenommen. Und jetzt habe ich ihn abgeholt, weil ich dachte, Alter, das ganze Ding läuft noch ein bisschen länger und bevor ich mich hier langweile und hier nichts passiert, bin ich heute schnell nach Hamburg gedüst, habe ihn da abgeholt und jetzt hoffe ich, dass das hier alles irgendwie ein bisschen funktioniert. Ich habe mir das hier alles irgendwie so ein bisschen, semi-professionell eingerichtet, aber immerhin besser als gar nichts, will ich mal sagen. Und ich freue mich, endlich wieder aufnehmen zu können, endlich wieder zu zocken und nebenbei halt auch wieder für euch Videos zu produzieren. Und wenn euch das Ganze auch gefällt, dann lasst auch gerne hier an der Stelle schon mal gleich einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Wie ihr seht, ich laufe hier gerade schon fleißig durch die Gegend. Muss mich auch noch parallel ein bisschen an die neue Umgebung gewöhnen, sag ich mal. Ja, ich habe jetzt hier auch gar nicht so dieses richtige krasse Setup da, sondern halt irgendwie, nur jetzt Maustastatur, damit ich überhaupt irgendwie zocken kann. Das Mikro irgendwie so ein bisschen dahin gebastelt. Ich poste euch mal ein Bild auf Instagram, checkt das mal ab. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Aber es ist besser als nichts. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich, auch wenn das vielleicht gerade noch nicht so rüberkommt, weil ich hier so ein bisschen noch abgelenkt bin von oder am Aufpassen bin, was hier so nebenbei noch abgeht. Auf jeden Fall, was müssen wir machen? Ist eine gute Frage. Wir sind gerade parallel noch am Aussehen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir sind hier, Kuhmilch haben wir auf jeden Fall noch mega viel, 20.000 Liter. Da können wir mal kurz gucken. Das wollten wir im nächsten Monat quasi machen. Ach so, und ich wollte euch noch vorstellen, ich habe Strohbergungs-DLC mit am Start. Da weiß ich nur gerade nicht. Ah, guck mal hier. Hier wohnen die ganzen Hallen. Die sind die ganzen Hallen. Und dann gibt es ja hier auch noch irgendwie Werkzeug dafür. Ich habe nur gar keinen Plan. Diverses vielleicht. Ich habe es mir tatsächlich noch gar nicht vorher im Vorfeld angeguckt, muss ich mal so gestehen. Ey, Forst ist es nicht. Hier Ballentechnik muss es ja wenn sein. Ja, hier sind die ganzen Sachen. Ja, nice. Nice. Da werden wir vielleicht auch nochmal das eine oder andere mitmachen. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Ich meine, in der Zwischenzeit, wo ich natürlich nicht da war, ist ja auch nicht wirklich viel passiert, weil mein Rechner lief ja nicht, ne? So, ganz einfach. Achso, Stroh wollten wir reinmachen. Genau, da steht ja auch schon der Strohwagen. Dann rennen wir da mal schnell hin. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert, Mann. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Ja, ihr könnt mir gerne mal erzählen, wie es euch so ergeht in den letzten Tagen. Schreibt gerne mal was rein in den Chat. Ich probiere auf jeden Fall jetzt wieder so gut es geht, Videos zu produzieren. Und vielleicht sogar auch ein bisschen mehr, weil wir natürlich ja alle fleißig und beziehungsweise viel Zeit auch haben. Deswegen schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich da Bock drauf. Und wir müssen halt nur ein bisschen gucken hier mit Schreien und so. Das ist hier irgendwie nicht so gut. Das kann ich dann wieder machen, wenn ich in meiner eigenen Bude bin. das muss natürlich jetzt nicht hier sein. So, ich glaube, es sieht alles einigermaßen okay aus. Ich werde es nachher sehen in der Aufnahme. Ja, wie gesagt, ich bin heute Morgen schnell nach Hamburg gedüst. Habe das alles eingeladen, habe noch ein paar andere Sachen dort erledigt, wie Post rausnehmen und so ein Kram. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, weil das geht nicht. Das geht da nicht. Naja, und so ein bisschen eine kleine Real-Life-Story am Rande. Habe ich noch ein paar andere Sachen erledigt und ja, so klappt das doch dann, denke ich, ganz gut. So, der ist da noch am Anpflanzen.
Den brauche ich eigentlich gerade nicht. Der pflanzt an. Okay, super. Gucken wir mal schnell bei den Hühnern. Da ist alles gut. Schafe brauchen auch nur noch ein bisschen Gras und Heu. Achso, Gras und Heu brauchen wir auch übrigens, glaube ich, solange ich mich noch richtig entsinne. Mal gucken. Mal gucken. Hier muss ich auch noch mal ein bisschen sauber machen. Also wir haben noch ein bisschen was auf jeden Fall vor. Ich will vielleicht dann auch noch mal, wie ihr vielleicht gerade mitbekommen habt, bisschen was mit Strohbergung machen, weil das ja relativ neu ist. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir uns, so gesehen die Corona-Zeit hier, lassen wir es uns gut gehen. Und ich hoffe, ihr seid natürlich auch alle happy und gesund vor allem. Und es geht euch gut. Und jetzt können wir hier wieder fleißig Spaß haben. Genau, so ist auf jeden Fall der Plan. Ich muss mich hier in der ersten Folge natürlich nochmal irgendwie ein bisschen organisieren. Das ist ja alles noch nicht so... das ist ja alles noch ein bisschen komisch. Aber lass mal ein paar Tage vorbeigegangen sein, Leute, dann wird es auf jeden Fall besser, denke ich mal. So, hier das Feld müssen wir auf jeden Fall noch düngen, sehe ich gerade. Da sollten wir vielleicht mal loslegen. So, so. Boah, ist auch wieder voll ungewohnt mit Maus und Tastatur, ne? Das habe ich auch ewig nicht so, so gemacht. Mal gucken, vielleicht überlege ich mal. Hier muss ich nochmal eben das Licht ausmachen. Überlege vielleicht nochmal irgendwie so eine Art Controller zu besorgen. Mal gucken. Falls ihr da irgendwelche Empfehlungen habt, checkt mal gerne meinen Discord-Channel aus. Da habe ich auch ein bisschen was bearbeitet. So, ich sollte erstmal die Spritze auch anhängen, ne? Aber da habe ich auch einen Beitrag mit Technik. Also da haben wir jetzt einen Technik-Channel. Da könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Genauso wie, dass ich aktuell am Überlegen bin, weil meine Freundin zockt im Moment Animal Crossing auf der Switch. Und da habe ich überlegt, ob ich das nicht vielleicht auch irgendwie mal mit einbringen sollte. So als kleines so nebenbei Projekt, um mal zu gucken, weil ja irgendwie viele da zocken und ich mittlerweile auch so die ein oder anderen Tipps und Tricks dafür rausgefunden habe. Ja, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie Bock drauf habt oder ob ihr denkt so, ach Mensch, Bauer, davon gibt es schon so viel, gar keinen Bock auf deine Story. Wisst ihr, wie ich meine? So, gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall, Alter, bin ich froh, dass ich wieder zocken kann, ne? Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Was habe ich jetzt vergessen, wieder anzukuppeln? Ach, die Zapfwelle. So. Die sollte natürlich auch schon angehangen sein. Ansonsten funktioniert das natürlich nicht so gut. So, dann machen wir das hier mal. Ich hoffe auch, ey, ich hoffe, Leute, ohne Witz, ne? Ich hoffe, dass das alles irgendwie passt. Weil dieses Setup, ey, ich sehe zwar natürlich, was bei OBS und so abgeht, wenn ich aufnehme, aber es ist natürlich auch ein bisschen anders, als wenn man das zu Hause macht und alles aufgebaut hat. Deswegen, ne, hier muss man halt auch nochmal ein bisschen, sag mal schnell ein bisschen, ja, leiser reden, sag ich mal, damit man hier nicht die anderen stört, so. Kann nicht so rumschreien, wie man das gewohnt ist, ne? Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Ach ja. So, jetzt, düngen wir das Feld hier schnell. Es ist übrigens krass, ne? Auch nochmal herzlich willkommen an alle Neuen hier auf dem Channel. Ich habe das ja so ein bisschen beobachtet in den letzten Tagen, wo ich halt nicht aktiv Videos machen konnte. Ich habe halt viel so nebenbei gemacht, ne? Ich habe ja auch das ein oder andere Mal einen Community-Tab gepostet. Ich habe auch den Discord gefühlt die ganze Zeit unterhalten. Und dabei habe ich festgestellt, dass immer mehr und komischerweise, ohne dass ich jetzt aktiv neue Videos hochgeladen habe, kamen immer mehr neue Leute dazu. Also schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen. Ja, ich bin gespannt,
wo die Reise hier so hingeht. Und vor allem bin ich gespannt, ja, bin ich gespannt. Nee, es war auf jeden Fall ganz cool und achso, ich habe auch viel auf Simutime gepostet. Also falls ihr das noch nicht abgecheckt habt, ich habe die letzten Tage echt fast täglich gab es ein Post. Ah, nee, gar nicht, nicht ganz täglich, aber es gab oft oder viele Posts auf Simutime zu den verschiedenen Themen, zum neuen American Truck DLC und ETS DLC und ganz viele Sachen habe ich da gepostet. Checkt das mal ab, simo-time.de. Ihr könnt auch simotime.de eingeben. Geht jetzt mittlerweile beides wieder, nachdem ich mir nach dem Malheur auch die Adresse wieder zurückgeholt habe. Geht das auch beides. So, was hängt im Stau fest, hä? Der steht doch hier an der Seite. Was ist denn los mit dir? Ups, so. Hä, und plötzlich fahren die ganzen Autos weiter, obwohl der hier auf dem Feld steht, oder was? Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich das verstehen, Leute? Glaub nicht, oder? Oh, ja. Glück gehabt, passt, okay, sehr gut. So, dann ist das Feld ja auch gleich eigentlich fertig. So, dann machen wir das nochmal hier weiter. Ich muss. Ey, so, entschuldigt das bitte, Leute, ja, weil ich muss erstmal natürlich auch wieder irgendwie reinkommen hier in das ganze Geschehen. Ja, ich bin schon fast ein Non-Let's Player mehr. Leute, ey. Weil ich habe das verlernt. Ohne Witz, ich hab's verlernt. Aber ich komme da wieder rein, keine Panik. Müssen mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja auch. Die nächsten Tage mal irgendwie abends so für ein paar Stunden Livestream zu machen. Wie gesagt, ich kann halt nicht bis irgendwie tief in die Nacht rein, wenn hier die anderen Leute am Schlafen sind. Das funktioniert ja nicht so gut. Aber ich kann dann abends mal irgendwie 2, 3, 4 Stündchen oder so. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. So, das Feld ist fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, was die anderen Felder sagen. Das hier wird noch gerade angepflanzt. Hups, das wird noch angepflanzt. So, hier das Grasfeld. Das könnten wir eigentlich ernten, ne? Wobei unser stärkster Schlepper ist jetzt da drüben noch unterwegs. Naja, okay. Überlegung ist natürlich, was ich, oh Gott, was ich mit dem Gras mache, ob ich das einlager, wobei da haben wir ja auch noch ein bisschen Heuballen. Ja, gute Frage eigentlich, ne? Gute Frage eigentlich. So, dann hier die Zapfwelle ab. Und abhängen. Und dann fahren wir mit dem erstmal wieder zurück zum Hof. So, warte mal, jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen. Wir brauchen, glaube ich, Gras, so wie ich das noch in Erinnerung hatte. Das war eins der letzten Dinge, die wir noch machen wollten. Ach so, ne, Gras haben wir ja schon. Gras haben wir, Leute, Alter, was da los? Junge. Heu brauchten wir. Dann brauchten wir Heu, kann das sein? Dann war das Heu, was wir brauchten, oder? Ach so, nee, stimmt. Das hatten wir ja hier mit dem Unimog, hatten wir ja hinten das Feld noch ge. Hatten wir hinten das Feld noch geerntet, oder? War das nicht irgendwie so? Boah, Alter, meine Driving Skills sind auch wieder völlig am Start. Juhu! Oh Gott. Hashtag No Lenkrad. Boah, immerhin weiß ich noch die Tastenkombination für Blinken.
Guckt euch das mal an, Leute. Genau, das Feld hier, das hatten wir noch gemacht. Guck mal. Was ist das hier? Irgendwie Verdorbenes, oder was? Naja, gut. Ich werde mir mal ein paar Gedanken machen und dann werden wir in der nächsten Folge mal sehen, was wir dann auch Produktives machen können, außer ein Feld zu düngen. Das war jetzt natürlich erstmal wieder für den Einstieg. Ich muss nochmal sagen, Leute, ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr auch. Spammt gerne mal den Daumen nach oben und denkt dran, die Glocke zu aktivieren. Und schreibt mir vielleicht auch das eine oder andere nette Kommentar, damit ich auch ein bisschen Unterhaltung habe in der Quarantänezeit. Also ich habe nichts, ne? Also nur mal so, dass ihr das wisst. Aber dass man halt ein bisschen bei Laune gehalten wird. So, das soll es aber gewesen sein, Freunde. Macht's gut. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.